Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Resident Evil 7 Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's weiter mit dem DLC, ey. Meine Güte, immer wenn ich mir denke, nein, heute ist wieder Resident Evil dran, dann will ich am liebsten einfach aufhören. Ich will einfach nicht mehr zocken, ich will dieses Spiel beenden, ey, aber es ist echt eine Qual, aber irgendwie eine geile Qual. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll, aber das haben diese Horrorspiele an sich so. Man ist halt immer unter diesem Adrenalinkick. Und das feiere ich einfach so, dass ein Game einen in so eine Lage versetzen kann. Das ist schon krass. Ich weiß, ich bin extrem schreckhaft und all sowas, was in diesen Spielen abgeht und all sowas. Ein paar haben geschrieben, also das waren vielleicht 5 Leute. Ey, du tust ja nur so. In Wirklichkeit hast du bestimmt gar keine Angst. Du willst ja deine Zuschauer unterhalten. Das stimmt absolut nicht. Wer mich kennt seit Tag 1, der weiß, dass ich ein mega schreckhafter Mensch bin und immer schon Angst gehabt habe vor Horrorspielen. Bestes Beispiel Outlast. Vor 4 Jahren oder so, weil ich es hochgeladen habe. Und da hatte ich gerade mal 150.000 Abos oder so. Und ja, Leute, letztes Mal haben wir da aufgehört, wo wir in dieser scheiß Mine waren, Alter. Das war zu krass. Wir haben ja jetzt dieses Nachtsichtgerät bekommen. Hier können wir noch nicht rein, weil hier war ja dieses Kotzmonster, was nur mit einer bestimmten Munition... Oh, fuck, eine Munition verschwendet. Was nur mit einer bestimmten... Scheiße! Mann, was mache ich denn hier, ey? Ich drücke irgendwelche Knöpfe, jetzt verschwende ich alles. Scheiße. Ich guck mal nach, ob wir genug antike Münzen haben. Ich versuche die Folge auch wieder so Richtung 20 Minuten zu halten. Aber ich versuche sie auch nicht so lang zu halten, weil ich habe echt Paranoia, Mann. So, okay, wir gehen jetzt hier rein. Wir haben unser Nachtsichtgerät. Fuck. Mein Headset ist schon wieder so laut, Alter. Ich krieg zu viel, ey. Leute, aber danke für euer Feedback. Ihr habt die Likes auseinandergenommen. Das Video hatte einfach 7000 Likes letzte Folge. Ich will das diese Folge auch wieder sehen, Mann. Ich will das auch sehen. Denn euer Feedback ist meine Motivation. Ihr wisst Bescheid. Okay, jetzt geht's rein mit Nachtsichtgerät, Alter. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Oh, 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 oh. Meine Fresse, der macht nur die Scheiße an. Ich erschreck mich schon, ey. So, jetzt nicht erschrecken. Nein. Ah, das Tor geht hoch. Okay, runter. Alter, das geht jetzt hoch, ne? Da muss ich aufpassen. Das ist eine Falle, ne? Das ist eine Falle. Ich gehe da lieber gar nicht drauf. Oh mein Gott, Alter. Das sieht aus wie Outlast, ne? Wir sind bei Outlast. Warte mal, wie geht man das Messer mit links, okay? Zack. Arzneispritze. Pistolenmunition. Antike Münze. Ey, ich höre wieder was. Ey, man. Ey, ey! Ey, dieses scheiß Headset, man hört Geräusche, die gar nicht existieren. Oh Gott. Schöne Grüße gehen raus an Exes, meine Freundin. Die lassen alles fallen. Da dürfen wir nicht drauf treten. Das ist vielleicht gut. Oh, das ist ein dicker Laser. So, also, wir haben zwei verschiedene Wege. Einmal den linken. Wir nehmen einmal den linken Weg. Linken! Wir nehmen den linken Weg. Hallo, Peter! Peter Lutniver! Sagen Sie nicht! Sag ich! Sagen Sie's! Ah! Hä? Ah, hier braucht man einen Schlüssel für, okay? Einen Schlüssel. Wir haben aber keinen Schlüssel, ne? Ne, ne, Schlüssel nix da. Schlüssel nix da. Okay. Weiter, 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 runter, runter, komm runter, Peter. Ich muss mich irgendwie auf Trab halten, wie Kevin. Oi, oi, oi. Oh Gott, der schießt, das ist ja... Digga, das sind voll die Fallen, ne? Aber hätten wir dieses Nachtsichtgerät nicht... Ja, das muss ja übertrieben dunkel sein. Ey, ich... Der Typ, ne? Respekt an diesem Chris Redfield, Alter, dass er sich das alles traut. Ich hoffe, diese Nachtsicht-Scheiße geht jetzt wieder aus. Oh Gott, geh aus, bitte. Jawohl. Ey, das ist ja noch schlimmer so. Alter. Ey, Digga, was ist das für eine ekelhafte Scheiße hier, ey. Warte, ist das eine Tür? Ey, 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 ey. Ah, Tor, Tor. Oh Gott, okay, da ist wieder eine Türe. Das könnten wir dagegen schieben, oder? Ja, bestimmt. Ah! Oh mein Gott! Ah! Nein, nein, nein! Von der Seite verschlossen. Ist er noch da? Hä? Boah, das Geräusch wieder von dem. Habt ihr das gehört? So, lol. Kennt ihr noch? Die, ich feier die Monster. Kennt ihr die? Müsst ihr mal ab und zu hören. Da sagen die, lol. Lol. Das ist immer richtig geil, Mann. Ich feier das. Das finde ich auch voll lustig. Lol. Oh, oh mein Gott. Bruder, was ist das denn hier? Das ist die Kammer des Schreckens. Harry Potter, ich drücke auf ein Knöpfchen. Hallo? Das ist eine Luftballons. Da wird eine dicke, fette, fette Party veranstaltet. So. Und jetzt kommen die... LOL! Schieb! Sehr stark, Bro.
Ah, es ist wahrscheinlich ein Rätsel. Ein Rätsel. Also, es ist ein Rätsel, Leute. Wir müssen diese Dinger durch die Türen schieben. Das heißt, das können wir jetzt nicht mehr schieben, weil das versperrt ist. Das heißt, es muss zurück. So. Damit könnte man schon mal die andere Türe aufmachen. Okay, so. Also, wir machen jetzt erstmal diese Türe hier auf. Dann könnten wir mit der anderen... Ah, das ist eigentlich nicht schwer. Es ist nicht schwer, Leute. Das ist echt nicht schwer. Das ist kein schweres Rätsel. Aber, wisst ihr, was gut ist? Diese Scheiße nimmt schön Zeit weg. Das heißt, ich kann die Folge... Oh mein Gott! Ah! Nein, 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 nein! Ey! Ey! Ich habe da irgendwelche Luftballons gerade gehört. Oh mein Gott. Also. Können wir jetzt mal gucken, was hier so ist, Schönes? Digga, diese Monster, ne? LOL! So, also. Wir gehen jetzt einmal hier durch. Dazu müssten wir ganz theoretisch gesehen, mathematisch gesehen, das Ding da hinschieben. So, alles easy, Leute. Ja, ich werde morgen wahrscheinlich auch wieder ein Fortnite-Video hochladen. Ich werde die Tage jetzt erstmal nicht streamen. Ich habe euch ja gesagt, es wird jeden zweiten Tag, denke ich mal, Fortnite kommen. Aber, ein paar haben geschrieben, ey, es soll kein Fortnite-Kanal werden. Ich bringe ja jetzt nicht jeden Tag Fortnite. Nur ich finde das Spiel einfach mega geil. Es macht übertrieben viel Spaß. Und, es kommt auch gut bei euch an. Ich zocke es wirklich fast jeden Abend und habe so einen Spaß an dem Game. Das ist einfach ein geiles Game. So, da wird es dann weitergehen. LOL. Oh mein Gott, jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Lad nach. Jetzt. Jetzt, jetzt. Decke irgendwas. Hä? Ah, da ist eine Türe. Okay, mehr ist hier nicht, ne? Ne, mehr ist hier nicht. Digga, diese Puppen machen mich wahnsinnig, ne? Das erinnert mich an den Keller von Teil 7. Ey, das DLC ist ja mal mega geil, Alter. Haben die echt gut gemacht, wirklich. Kann das auch mal bald zu Ende gehen? Hallo! Ja, man hört Geräusche, ne, die man ohne Headset nicht hören würde. Okay, da braucht man einen Schlüssel für. Da braucht man einen Schlüssel für. So. Jetzt mal ganz easy weiter. Digi, ah. Ah. Ist das nicht... Ihr wisst doch noch, es gab doch dieses DLC oder ne... Irgendwas war das, wo wir dieses Spiel spielen mussten. Da ist dieser Clown. Ey. Ich höre irgendwelchen Schleim. So, Arznei haben wir. Flintenmunition. Wir haben aber keine Flinte, das heißt... Irgendwo wird eine Flinte sein, die wir bestimmt demnächst aufheben können. Lad nach, Bro. Hallo? Digga, irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Hört mal genau hin! Ich höre diese Schleimscheißer-Geräusche. Ah, der hat den Schlüssel wahrscheinlich im Mund stecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! 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 Spider-Man! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schieß! 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 Ein! Da bin ich noch eins! Ah! Zwei! Zwei! Nein, 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 nein! Ah! 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 Das ist wie Feuerbrille hier! Tot! 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 Ey! Boah, ey, ich niemals, niemals, ich werde das nicht mit, niemals, ich werde das nie in meinem Leben mit VR Let's Play, nicht mal als 1-Million-Special, Alter, könnt ihr mich am Arsch lecken, ihr könnt mich echt alle am Arsch lecken, niemals, lasst mich einfach in Ruhe. Das geht hier echt zu weit, Alter, das geht echt zu weit, ey, ich beende jetzt gleich diese scheiß Folge, ey, es ist Herzinfarkt für mich heute, Alter, das ist krass. Ja, super, ich habe keine Muni mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Den werde ich flankieren! 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 Ah, ah, ah! Der greift doch an! Chill dein Leben, du Missgeburt!
Ist jetzt hier noch einer? Ja! Spider-Man! Mach zu! Ey, Digga, ich brauche Munition! Ich habe nur eine scheiß verdammte Granate! Ey! Scheiße! Hier! Hau rein, Bro! Mach Boom! Jawohl! Okay, jetzt habe ich keine Munition mehr. Absolut nicht, ne? Hier lag auch nichts. Egal, ich tue jetzt den Clown-Schlüssel rein. So. Wenn jetzt Gegner kommen, wir sind offiziell... Oh mein Gott! Wenn jetzt Gegner kommen, wir sind offiziell gefickt. Wir sind offiziell gefickt. Ich werde die Folge heute nicht lange halten. Heute ist Champions League. Das ist meine Ausrede Nummer 1. Heute ist Champions League. Ich kann das Video... Ich will Champions League gucken. Wenn Gegner kommen, wir müssen jetzt laufen. Bruder, was ist das denn? Laserpointer? Ach du Scheiße. Vorsichtig. Das habe ich doch super gemeistert, oder? Ey, was ist denn das? Hey, geht's dir gut? Halte durch. Wo denn? Bin unterwegs. Ja, wo ist denn hier jemand? Okay, also Leute. Sind wir die kaputt gemacht? Nein. Also. Ganz vorsichtig. Ich habe keinen Plan, ne? Digga, das ist Rätsel, Labyrinth, sein Großvater. Nicht das. Ach, Scheiße, ey. Alter. Aber eigentlich gar nicht so schwer, oder? Einfach dran vorbeigehen. Ach, du Heil. Ach, das ist unser Kollege. Nicht aufstehen. Oh mein Gott, er erschreckt uns jetzt. Das ist bestimmt. Nicht erschrecken, Leute. Nicht erschrecken, nicht erschrecken. Marquez? Marquez. Oh, falscher Zug, Chris, alter Kumpel. Was zum... Ah, du darfst jetzt sterben, Chris. Scheiße! Oh mein Gott, zieh. Oh mein Gott. Ach, du heilige Scheiße. Hä? Was haben wir denn falsch gemacht? Hätten wir ihn nicht retten dürfen? Ich weiß es nicht. So, Leute, ich bin wieder da. Vielleicht dürfen wir ihn nicht direkt nehmen, sondern müssen erstmal rechts lang. Ich habe keine Ahnung. Was passiert, wenn ich... Ich stehe lieber nicht auf, ne? Ich bleibe lieber so geduckt. Aber hier gibt es keinen Weg. Hier gibt es keinen Ausweg. Boah, Glück gehabt. Ich habe mich gerade aufgestellt. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Keine Ahnung. Ah, da sehe ich einen Schalter. Also ich sehe da einen Schalter. Ah, vielleicht sind jetzt alle Sachen deaktiviert. Oha. Gib mir Munition, bitte. Jawohl. Was stand da? Anti-Regeneration. Ah, okay, wir haben diese Dings-Munition wieder, die Gegner tötet. Die haben wir auf jeden Fall wieder. Und Flint-Munition wieder. Okay, jetzt können wir unseren Kollegen retten, wenn er noch leben sollte. Ja, wer soll das wissen, Leute? Wer soll das wissen? Hey. Hey, bist du noch bei uns? Ja, du bist's. Danke. Ich dachte schon, ich wurde zurückgelassen. Ich glaube, wir kommen hier raus. Wetten, der stirbt jetzt direkt. So. Lucas ist ein verdammter Irrer. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, er oder diese Dinger. Wir müssen hier raus. Und tot. Er stirbt jetzt. Hier drüben. Da guck jetzt, oben. Der stirbt jetzt. Komm mit Ansage. Raus. Guck jetzt, tot. Scheiße. Das darf nicht wahr sein.
Scheiße! Scheiße, Scheiße! Nimm mir das Teil ab! Nein! Alter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christopher, aber ich bin es echt leid, Spielchen zu spielen. Drei Männer, Lucas. Drei meiner Männer sind wegen dir tot. Das endet. Und zwar sofort. Ich glaube nicht. In einer Minute sind es vier tote Soldaten. Du wirst scheitern. Und dann wirst du sterben. Okay, wir haben hier wohl ein Problem. Sind dran, Chris. Geh zurück zur Haupthöhle und warte auf weitere Anweisungen. Lass mich nicht hängen. Super. Ey, der Weg ist versperrt. Hör mal die Musik. Wie geil. Richtig geil, die Musik. Ich schwöre es dir. Ah, hier geht's runter. Scheiße. Alter, was eine geile Musik, Mann. Ich feier die. Oh mein Gott. Run, run, run. Komm, das schaffst du, Bro. Glaub an dich. Tritt nicht in die Fallen. 13, 12. Go, 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 go. Chris, gute Nachrichten. Die Videos der ersten Einheit zeigen Kanister mit flüssigem Stickstoff in der Nähe. Vielleicht kannst du mit Einfrieren die Bombe entschärfen. Wo sind die Kanister? Das Lager im Abbauraum des Bergwerks. Geh durch das rote Tor. Das ist rote Tor, okay. Go, 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 go. Ach du Scheiße. Oh mein Gott! Was für ein Lager! Leute, was für ein Lager! Go, go, go! Was für ein Lager! War das? War das da, wo das Kotzmonster ist? Ich weiß es nicht. Digga, wenn ich den Typ gleich mit durchdrehen, ne? Da! Das ist das Lager! Wie kommen wir da rein? Wo sind diese Kanister? Oh mein Gott. Wir sind aber... Oh mein Gott. Wo, Leute? Ich glaube hier. Aber wie kommen wir da rein? Wir haben keinen Schlüssel dafür. Nein. Oh doch, der Clown-Schlüssel. Der funktioniert. Yalla! Oh mein Gott. Okay. Boah, ist das eine Spannung. Wo sind diese Kisten? Scheiße, ich habe jetzt diese alle... Oh mein Gott. Wo? Der flüssige Stickstoff ist gleich da vorn. Wo? Der müsste das sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich höre was. Oh mein Gott, Kotzmonster! Oh mein Gott. Nimm dir die Scheiße rein. Wir haben 6 Minuten Zeit. Ist der down? Ich weiß es nicht. Wir haben nur 2 Schüsse. Er lebt noch. Wir können hier nirgendwo weiter, Leute. Wir haben 6 Minuten noch Zeit. Ich habe keine Munition mehr. Hier muss Munition drin sein. Ja, da ist sie. Wo ist die Pistole? Oh mein Gott! Ey, ich habe mich zu sehr erschrocken gerade. Nein. Ey, ich habe mich gerade so erschrocken, Leute. Ey, diese kleinen Viecher. Ich habe keine Munition mehr. Das klappt nicht.
Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Aha. Da lag irgendwas am Aufzug, am Lastwagen, war eine Tür. Okay, holt wieder seine Dinger da raus. Scheiße. Oh mein Gott. Ah, Spider-Man. Eieieiei, wie viele das sind, Mann. Nein. Ey, die Geräusche sind echt ekelerregend, Leute. Ich schwör's dir, ekelerregend. Da. Flintenmunition. Ich hab aber keine... Ah! Ey, Bro. Wer das mit VR-Brille spielt, der hat Eier aus Stahl. Leute, ich sehe nirgendwo mehr was. Seht ihr irgendwo was? Wir können doch nicht mehr zurück. Was soll ich machen? Ach du Scheiße, ey. Oh mein Gott. Leute, oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Komm, aufstehen, Bro, aufstehen, aufstehen. Leben, leben. Okay, ich glaube, wir haben diese Munition, ne? Ja. Oder nein, wir haben sie nicht. Oh mein Gott, ey. Leute, es gibt keinen Ausweg. Ich habe keine Waffe. Es muss doch hier irgendwo was liegen. Leute, ich sehe nichts. Da. Arzneispritze, die bringt mir aber nichts. Oh mein Gott! Ey! Achtet mal, seht ihr irgendwo was? Ich sehe nichts! Leute, es macht keinen Sinn mehr, dieses Spiel. Also gerade macht alles keinen Sinn. Ich habe nur noch 3 Minuten. Ich weiß nicht zur Hölle, was ich tun soll. Leute! Ich sehe nichts mehr, Mann! Ey, unmöglich, unmöglich. Können wir nicht zurück? Ey, mein Leben ist am Arsch, ne? Da liegt was. Flintenmunition. Die bringt mir aber nichts. Ich habe keine verfickte Flinte am Start, ne? Nee. Haben wir nicht. Wir haben nur noch eine Spritze. Aber hör mal dieses Geräusch, das ist ekelhaft. Da. Leute, ich sehe hier absolut nichts, Mann. Ne, es macht keinen Sinn. Ich überspringe das. Wir sehen uns gleich wieder, Leute, wenn ich irgendwas finde. Ah, guck mal. Ah, man kann ihn auch so umboxen. Okay. Jetzt verstehe ich. Okay, okay. Wir müssen immer warten, bis der irgendwie auf dem Boden liegt. Und den dann angreifen. Ich verstehe, ich verstehe. Ich glaube, ich habe langsam den Dreh raus, Leute. Mann, gerade haben wir es nicht hinbekommen. Wir müssen ihn zum Boden kriegen und dann hingehen und dann auf die Fresse boxen. Ja, scheiß auf seine kleinen Viecher, Alter. Die können eh nichts. Wir kriegen das jetzt hin, Leute. Ich bin voll rot irgendwie, ne? Kann das sein? So. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ich scheiß auf seine kleinen Viecher, Alter. Können wir die Eier lecken, die Spider-Man-Dinger. Verpisst euch. Ja, verpisst euch. Eieieiei. Ey, warum fällt der nicht um, Mann? Ja, jetzt habe ich verschossen, Alter, diese Missgeburt. Oha! Warte, zeig dich, zeig dich. Hier, fall um, Mann! Ekelhaft, diese Dinger, Mann. Voll ekelhaft. Fall doch um, Mann! Ey, jetzt wieder keine Muni mehr, ne? Ja, voll korrekt, diese Dinger, Alter. Ich schwör's dir. Egal. Ich triff den jetzt hier mit, dann wird er umfallen. Komm. Jawohl. Und jetzt geh hin. Und... Zack. Ja, wie viel Leben hat er denn noch, Mann? Ich check's nicht mehr. Jetzt kommt er da wieder angerannt. Ey, Mann.
Leute, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Aber jetzt steht da nicht, dass das nicht schädigt. Ich glaube, sobald man eine Patrone abgefeuert hat, können denn auch normale Munition-Dinger töten. Ich glaube schon, Leute. Ich glaube schon. Sonst wird das da ja stehen. Nein. Nein, verpiss dich. Jawohl, wir müssen immer in seinen Mund schießen. War ekelhaft, Mann. Das Kotzmonster. Komm her. Ey, mehr Schuss habe ich aber nicht mehr, Leute. Zwei Stück habe ich noch. Fall um. Fällt da um? Nein. Zwei Schuss habe ich noch. Jetzt kommt er wieder angerannt. Jetzt. Jawohl, er fällt um. Jawohl. Jawohl. Ey, die Munition hat perfekt ausgereicht. Finde den Stickstoff. Korrekt. Ja, warum hat er es nicht direkt so gemacht, hä? Ey. Jetzt haben wir aber echt gar keine Munition mehr, ne? Aber immerhin haben wir diesen scheiß Gegner. Da ist der Stickstoff. Wird das wirklich funktionieren? Schnell, Chris. Wird schon schief gehen. Es hat geklappt. Wird's los, bevor es auftaucht und neu startet. Mist! Weg! Alter. Alles klar, Chris? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Okay, Lucas. Nur noch du und ich. Chris, wir sehen einen Raum hinter der Tunnelbohrmaschine. Lucas? Vielleicht. Probier da reinzukommen und schau nach. Verstanden. Okay. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier wieder da, wo wir vorhin runtergegangen sind. Also, wir müssen jetzt einfach hier wieder mit dem Aufzug runter. Und dann müssen wir gucken, was abgeht, Alter. Ey, Junge, Junge, Junge. Also, es wird auf jeden Fall dann ein Finale kommen. Wir sind jetzt hier, da wo wir letztes Mal waren. Wir gehen zurück in die Hauptkammer und speichern. So, Freunde, wir sind in der Hauptkammer angekommen. Wir können jetzt den Schlüssel hierfür verwenden. Das können wir wieder machen. Und dann wird es, glaube ich, beim nächsten Mal das große Finale geben. Wir speichern hier auf jeden Fall. Wir müssen dann beim nächsten Mal ordentlich Munition finden. Ey, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Zum Glück war die heutige Folge nicht so krass schlimm wie die letzte. Ey, die war echt krank. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, Freunde, ich bin raus. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.